roter Punkt? Okay. Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Wir sind heute in Bremen-Lesem unterwegs. Hier findet das Coppa del Bremen statt. Ein Fußballturnier organisiert von Bremen Entertainment. Jeder Bremer kennt ihn auf jeden Fall. Zumindest vom Namen, nicht vom Gesicht her. Wir sind hier unterwegs, ziehen uns das bisschen rein. Bremer Polizei ist hier auch am Start. Wir versuchen ein bisschen was aus den Leuten rauszuquetschen, wie immer. Ich würde sagen, habt Spaß mit der Folge und let's go. Kommt rein. Ich habe mir gedacht, Bremen ist ja mit so das ärmste Bundesland in Deutschland und wir fragen mal einfach ein bisschen die Leute heute, weißt du, was sie auf dem Konto haben. Meinst du, die erzählen das? Safe nicht, ne? Egal, wir versuchen ein bisschen. Wenn nicht, schweifen wir ab auf andere Themen. Auf jeden Fall, habt Spaß mit dem Video und let's go. Test, Test. Ja. Läuft roter Knopf und let's go. Ja, wir haben hier den ersten Kandidaten, mein Lieber. Wie heißt du? Pascal. Pascal, ihr seid welches Team heute? Team Sauerstoffzelt. Sauerstoffzelt. Ja. Warum alle starke Raucher oder? Nee, einfach so. Einfach ein bisschen Spaß okay. haben. Kickt ihr denn auch freizeitlich oder? Ja, eher weniger. Ich habe zuletzt vor 4 Jahren gespielt. Also bei mir ist heute wieder Premiere und okay. die anderen aber du teilweise. Du siehst gar nicht länger. So aus, als hättest du lange nicht gespielt. Ja, bisschen Pumper, lange. Ne? Ja, eigentlich schon. Ein bisschen Testo geht oder nicht? Nee. Okay. Heute der zweite Kandidat an meiner Seite. Sein Name ist? Dennis. Dennis, wie alt bist du? 26. 26. Ja. Wie alt schätzt du mich? 24. Ich bin 27. Ah. Ist gut, ne? 27 Jahre. Ich habe mich gut gehalten. Wenn der Bart ab ist, dann ist es noch besser. Und heute hier zum Gewinn? Ja, auf jeden Fall. Du bist auch Team Luftzelt oder Sauerstoffzelt? Sauerstoffzelt, ja. Sauerstoffzelt. Spielst du selber Fußball irgendwo? Ja. Fage? Nein, schon nicht mehr. Ich spiele jetzt in Nienburg. In Nienburg? Hm? Wo ist das denn? Hannover. Dein Name ist? Ich bin Fabian. Fabian, du bist Deutscher? Deutsch-Bosnier, ja. Deutsch-Bosnier? Ja. Okay, auch. Noch nie gehört, so eine Mischung, bin ich dir ehrlich. Erstmal frische Tasche. Dankeschön. Sieht sehr gut aus. Gengar an der Menga. Wie alt bist du? Ich bin 19. 19? Okay, stark. Dafür bist du schon ganz schön groß, ne? Folgendes heute. Und zwar ist ja Bremen das ärmste Bundesland in Deutschland, sagt man ja, ne? Ja. Also sprich, die sagen, wir sind alles arme Schlucker, richtig? Wenn man so sieht, ja. Okay. Wir fragen die Leute heute, was ihr auf dem Konto habt. Ein Kontostand. Jetzt genug, sagen wir so. Mein Konto ist jeden Monat bei null. Warum? Verballerst du alles? Ja. Was machst du denn? Junge, ich bin noch jung so, weißt du, so und... Hab nur die Wochenenden, dann immer mit den Jungs mal was snacken gehen, mal hier, mal da. Oha, so. Was verdient er denn 500 Euro, dass er für Essen ausgibt, oder? Ja, Digga, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, ich glaube auch. So mindestens 2,5 netto kriegst du. Ja, das Doppelte, ja. Ja, das Doppelte, siehst du. Und dann willst du mir sagen, du hast nichts am Ende des Monats. Ja. Was fährst du? 8 Autos, oder was? Nein. Wir haben hier einen offiziellen Lügner, der hat auf jeden Fall gute Beträge auf dem Konto gebunkert. Kann dir sogar zeigen, wenn du willst. Ja, zeig, will ich sehen. Ja, komm, hau raus. Nein. Nein? Nee, Digga. Er ist schüchtern, meine Damen und Herren. Ja. Sorry. Okay, was machst du beruflich? Ich bin im Vertrieb. Was machst du Vertrieb? Ich verkaufe Nahrungsergänzungsmittel an andere Unternehmen. Also können wir ein paar... B2B-Bereich. B2B, also online. Ich habe zurzeit auf dem Konto, lass mich lügen, 300 Euro oder so. 300 Euro, was machst du beruflich? Ich bin Kfz-ler. Kfz-ler mit 300 Euro, aber Ausbildung? Ja. Ah, okay, daran mag es liegen. Und das reicht so den ganzen Monat? Es geht, ja. Man kommt gut durch mit tanken, essen gehen, rausgehen. Wohnst du bei Mama? Ja. Darfst eh nicht ausziehen, ne? Ausziehen, ja, aber es würde mit dem Gehalt nicht reichen. Was verdienst du so ausbildungstechnisch? Jetzt gerade 717 Euro. 717, echt schlecht bezahlter Job, muss ich sagen. Also aktueller Kontostand ist bei? 128 Euro. Und warum steht da minus 5.000? Weil ich 2 Kredite noch habe. Was hast du für Kredite laufen? Hast du einen Autokredit, genau? Ja, also ich habe damals meinem Kollegen das Auto abgekauft. Ja. Aus der Finanzierung raus. Das heißt, du zahlst jeden Monat 4 Riesen weg, oder was? Nein, also ich gebe halt viel aus. Ja. So für Klamotten, für mit Freunden weggehen, feiern, dies, das. Hast du irgendwie eine Eigentumswohnung oder so? Noch nicht. Ja, das wäre doch der erste Schritt gewesen, den ich, bevor ich ein Auto hole, Alter. Ja, aber wenn du, ich sag mal, selber aufgewachsen bist in nicht so guten Verhältnissen. Dann gönnst du dir einmal. Dann gönne ich mir selber, aber ich gebe meiner Familie auch wieder. Ja, okay. Und meine Mom hat das nie leicht gehabt und dann habe ich halt gesagt, okay, dann kaufe ich ihr ein Auto. Stark, stark. Sympathisch. Kfz mache ich nicht weiter. Nein? Nein. Hörst du auf damit? Ja. Was hast du vor? Berufsfeuerwehr oder Bundeswehr. Ich brauche dafür handwerkliche Ausbildung. Also Berufsfeuerwehr? Tatsächlich nicht. Braucht man für nicht, Berufsfeuerwehr das ist richtig. Brauchst du das nicht mehr. Ist aber ein Vorteil. Ich weiß. Ich wollte das machen, 2018 wollte ich das machen. Und da hat man mir gesagt, da war es aber noch ein Muss, dass du eine handwerkliche Ausbildung hast. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Sonst wollte ich auch Feuerwehr machen. Nee, ich wollte es machen. Also ich wollte meine Ausbildung da machen, wo ich jetzt bin. Ja. Und dann wollte ich zur Berufsfeuerwehr oder halt in die Bundeswehr. Schön verbeamten, schön das Geld kassieren. So kenne ich ihn. Ab und zu Helden spielen im Bademantel. Ich rette euch! Mal, hallo, herzlich willkommen, dein Name ist? Julia. Julia und? Celine. Julia und Celine wurden hier gerade schon heimlich Was ist los? Julia und Celine wurden hier schon gerade heimlich gefilmt, aber ich war so nett, ich habe gefragt. Erstmal, warum seid ihr hier? Darf ich fragen?
Einfach so, wir wollten uns das angucken. Ja? Ja. Also keinen persönlichen Crush hier, der spielt? Nee, gar nicht. Wir dachten, vielleicht wird's lustig. Ach so, okay. Aber und, bis jetzt? Geht so, also... Ist halt Fußball. Ist Fußball, aber es ist ein bisschen so, Stimmung ist ein bisschen scheiße, weil wenig Musik, die ja, Leute sind ich, ein bisschen... Ich meine, beim Fußball lieben wir. Gerne durch, alles gut. Junge, der Hund, den Hund geht's besser als mir, Alter. Ja, also bei Fußball kannst du halt nicht durchgehen, Musik laufen lassen, aber hier läuft ja Musik beim Bockwurststand oder was auch immer das ist. Ja, schön. Ja. Aber drin ist trotzdem, hätte ein bisschen besser sein können. Ist sie immer so schüchtern? Ja. Und dein Name ist? Alina. Alina und? Nele. Alina und Nele sind Fußball richtig gute Experten, habe ich gerade erfahren. Sie beide so. Bremen ist das ärmste Bundesland, das wisst ihr wahrscheinlich, ja, oder? Ja. So. Das heißt, Dümmste. Und das Dümmste auch. Nicht, dass ich jetzt Fragen... Nein, aber wirklich. Soll ich Fragen stellen? Sind das Idiotentests? Nein, Quatsch. Ich kenne alle Videos. Ja, du kennst alle auswendig. Ja, ja, sie hat geübt zu Hause. Falls mal sowas passiert, ist sie vorbereitet. Wir fragen die Leute so, was sie heute aktuell auf dem Kontostand haben. Habt ihr überhaupt ein Konto? Ja. Hast du? Ja. Was hast du? Soll ich mein Konto? Sie macht so. Ja. Soll ich mal mein Konto rausholen? Ja, jetzt bin ich richtig gespannt. Ey, das wird richtig traurig. Du willst jetzt meinen Kontostand wissen? Das wäre nett, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, 21 Euro oder so. Ich dachte, sie sagt jetzt 21.000. Sie sagt so 21 da Euro. Da bin ich die Falsche von uns, aber Warum? Wer ist denn hier noch besser? Ich komm kurz zu dir, warte. Ja, 3 Euro. Komm mal her. Komm weg und so. Siehst du das? Ja. 3,62 Euro. Ey, ich sag ehrlich, wir sind mittlerweile echt das Ärmste. Ich hatte vorhin einen, er verdient 5.000 Euro und hat davon schon 4.000 ausgegeben. Echt? Ja, ja. Genau. Okay, also, was hast du auf dem Konto? Auf meinem einen, das Konto, was ich auch ausgeben darf, da sind 340 drauf. Was du ausgeben darfst? Ja, ich habe ein Sparkonto. Das habe ich auch. Da ist mehr drauf. Was ist da drauf? Ja, das darf das ich nicht sagen. Das sind wirklich Geheimnisse. Über 20.000 auf jeden Fall. Aber, ist gut. Ja. Ich bin ein bisschen. Hast du auch so viel? Kommen wir zu dir. Was hast du auf dem Konto? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber dafür, dass der Monat jetzt angefangen hat, habe ich auch nicht viel. Ich habe auch schon viel ausgegeben. Das Ding ist, wir fahren sogar beide am nächsten Monat in Urlaub. Wo fahrt ihr hin? Nach Mallorca. Ja, Mallorca ist ja, muss ja nicht viel machen. 380. 383 Euro. Darf ich das auch einmal füllen? Ja. Komm mal her. Für unsere Verhältnisse. Ja. Okay, 383. Kann man mitleben. Bruder, ich bin ehrlich, das ist ein bisschen hart, ja? Wie das so wenig ist? Ja, ehrlich. Spenden also, erwünscht. Hier lass ich einmal PayPal. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich war so mit 14 schon voll am Hustlen, ey. Ich hatte richtig so Eisdielen-Job, dann Putzjob, Peer-Job. Versuchen wir auch. Ja, ehrlich? Ja. Wie viel versuchst du denn davon? Ich mache eine Ausbildung. Auch. Was machst du denn? Was machst du für eine Ausbildung? Als Immobilienkauffrau. Ey, ist doch ein guter Job. Ja, man denkt, man verdient da viel, aber... Nein, also erstmal verdienst du nichts, aber wenn du dann ausgelernt bist und den Job machst, dann verdienst du gute Provision. Kannst du Texte schreiben und so? Ja, safe. Ja? Ja. Okay, wir reden gleich. Etwas drunter. 18. 15. Vielleicht. 14. Weiß 12. Man nicht. Ich hab nicht, 12. Man war dreimal bei Daimler, da ist was drin. Ah, okay, warte, bei so Sommerjob? Ja. 11.000 oder so bestimmt. So, kommen wir zu dir. Erstmal gute Besserung. Dankeschön. Was hast du denn angestellt, wenn ich fragen darf? Meine Kniescheibe ist immer rausgesprungen. Ah, ist das dieses, wo das so rausrutscht und du musst das zurückschieben und so? Ja. Wie hast du das hinbekommen? Mir ist das letzte Mal ein Kind draufgesprungen und dabei ist sie rausgesprungen. Ein Kind? Ja, ich bin Erzieherin. Okay. Und Erzieher ist ein gut bezahlter Job, oder? Ja, also ich bin in der Ausbildung. Aber warum beschweren sich die Leute immer so? Eigentlich verdient man da doch richtig gutes Geld, oder nicht? Kommt drauf an, wie man arbeitet und wo man arbeitet. Ich habe auch mal im Kindergarten gearbeitet. 2 Jahre. Als Fachangestellte für die Toiletten. Ich habe die Toiletten. So, zurück zu dir. Was hast du vorher gemacht, hast du gesagt? Also du warst im Callcenter? Ja, genau. Und was willst du jetzt machen auf einer Ausbildung? Jetzt bei Telekom. Wie heißt das noch? Kauffrau für Dialogmarketing heißt das. Ramona Jackson, was ist das, ja? Und das ist sogar meine Berufsschule hier da in Bördestraße. Hier? Ja. Rest in peace. Studieren und so wollt ihr nicht, ne? Nee. Ja, dann können wir auch nicht weiterkommen finanziell im Leben. Also das wir ist haben beide Abitur angefangen. Also ich habe Abitur angefangen. Also so einmal angepasst. Ja, und danach ist es bergab gegangen. Aber ja, also studieren ist, glaube ich, nicht mehr so mein Ding. Ich versuche jetzt diese Ausbildung auf jeden Fall zu machen, ne? Und jetzt ein paar Monate Pause. Du bist wahrscheinlich Deutsch, oder? Ja. Du bist? Thailänderin. Thailänderin. Sawadee khap. Sawadee khap. Ja. Ah ja, du warst ja auch in Thailand. Ich habe diese Videos mal, gesehen. Du, wenigstens das. Wir waren auch in Thailand. Ja, letztes Jahr waren wir zusammen. Thailand ist geil, ne? Ja. Ja, ist gut. Was hast du denn so auf dem Konto, wenn ich fragen darf? Also auf dem Girokonto habe ich, glaube ich, 6,5, glaube ich. Ja, und auf dem Sparkonto auch ein bisschen mehr. Auch so zwischen 15 und 20.000.
Ich habe neue Freunde gefunden. Wollen wir Urlaub machen zusammen oder so? Aber auf deinen Nacken bitte. Was? Erzählst du uns jetzt eigentlich auch was auf deinem? Ja, tatsächlich, kann ich euch sagen. Ja, ja. Auf dem Geschäftskonto sind 25.000 und auf meinem so privaten Giro sind so 16.000 Cents. Also keine Euros, nein. Keine Ahnung, nicht viel. Ich habe Haus, ich habe Auto, deswegen ist alles so ein bisschen... Ja, guck, bei dir läuft ja noch mehr als irgendwie. Ja, aber wie alt schätzt ihr mich denn? Boah, ja, das ist schwer. 26. 25. Hier ist auch 25 geworden. Ja, tatsächlich bin ich 27 Jahre alt. Okay. Ja, aber ich glaube, wenn ich mich rasieren würde, hätte ich dir 23 gesagt. Okay, Leute, Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, ich hätte gedacht, einer kommt mir so mit 60, 70, so ein kleiner Flexer, aber ist nicht passiert. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen hoch da, kommentiert, es kostet nichts. Ja, ansonsten, wir sehen uns nächste Woche. Peace.